Nummer 14, die Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung über ihren Grundsatzbeschluss 2022 zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Und ich bitte jetzt die Kolleginnen und Kollegen, ihre Plätze einzunehmen. Und diejenigen, die jetzt der Sitzung nicht mehr folgen möchten, den Plenarsaal auch zu verlassen. Und dann eröffne ich die Aussprache. Und ich erteile das Wort für Bündnis 90 Die Grünen der Kollegin Tessa Ganserer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen! Mit der Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt die Bundesregierung kein geringeres Ziel, als allen Menschen ein gutes Leben in Würde zu ermöglichen. Leave no one behind. Und es gilt auch für die zukünftigen Generationen. Und deswegen dürfen wir ihnen keine verbrannte Erde hinterlassen. Und deswegen müssen wir unser sämtliches Handeln und Tun auch an den ökologischen Grenzen dieses Planeten ausrichten und orientieren. Die Corona-Krise hat uns in manchen Bereichen bei der Zielerreichung zurückgeworfen. Und auch der fürchterliche Angriffskrieg, den Putin vom Zaun gebrochen hat, stellt uns vor neue Herausforderungen. Aber die Nachhaltigkeitspolitik kann beim Umgang mit der Corona-Pandemie zweierlei lernen. Erstens, wir dürfen exponentielles Wachstum nicht unterschätzen. Und es gilt vor allem für den Klimaschutz, weil nämlich die Folgen der Erderhitzung nicht linear mit den CO2-Emissionen ansteigen. Und deswegen dürfen wir es nicht vernachlässigen und müssen entschlossen handeln. Zweitens lehrt uns die Corona-Pandemie, dass wir globale Krisen nicht alleine meistern können. Bis 2030 sind nur noch 8 Jahre Zeit. Aber wir können die UN-Nachhaltigkeitsziele noch erreichen. Wir müssen dafür aber unsere Kraftanstrengungen intensivieren. Und genau das tut die Bundesregierung. Drei Bereiche sind dafür elementar. Erstens. Wir müssen sämtliches Regierungshandeln an der Nachhaltigkeitsstrategie orientieren. Da hat sich die Bundesregierung auf den Weg gemacht mit der Benennung der Staatsministerin, Betreuung der Aufgaben. Ich setze darauf, dass vor allem der Staatssekretärsausschuss und die jetzt neu eingerichteten Transformationsteams hier wirklich zum Erfolg verbringen, positiv dazu beitragen. Wir brauchen aber auch bei der Gesetzesfolgenabschätzung eine noch bessere, noch intensivere Nachhaltigkeitsüberprüfung. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir dort auch offen und transparent Zielkonflikte offen benennen und ansprechen, um hier eben auch zu Lösungen zu kommen. Zweitens muss hier im Parlament die Nachhaltigkeitspolitik gestärkt werden. Und hier muss der PBNE einfach mehr Aufgaben, mehr Kompetenzen bekommen. Ich erlebe ihn vor allem als Spürhund. Damit er seine Wachhundfunktion erfüllen kann, muss er in meinen Augen eben auch zum vollwertigen Aufschuss aufgewertet werden. Und drittens, wir müssen Nachhaltigkeitspolitik als Gemeinschaftsaufgabe begreifen. Der RME hat hier eine Plattform eingerichtet. Ich rufe Sie auf, laden Sie Menschen dazu ein, Verbände, Unternehmen, sich an dieser Plattform zu beteiligen. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Felix Schreiner. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten lieben Damen und Herren, liebe Kolleginnen,
Es ist von zentraler Bedeutung. Deutschland muss sich trotz der gegenwärtigen Krisenherde weltweit zu den Zielen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung bekennen und diese auch umsetzen. Weil den Bürgerinnen und Bürgern draußen ist es eben nicht egal, wie unser Land, wie unser Kontinent 2030 aussehen wird. Aber die Frage, die wir uns doch stellen müssen, alle miteinander, was tun wir eigentlich? Tun wir eigentlich wirklich genug, um diese Ziele zu erreichen? Ja, dieser Grundsatzbeschluss, er liest sich auf den ersten Blick ja gut. Er hat seinen Ursprung übrigens in der Regierungszeit von Angela Merkel. Sie haben ein neues Vorwort geschrieben, Sie haben ein neues Bild vorne draufgeklebt, aber eigentlich steht nichts Neues drin. Heute, nach 13 Monaten Ampel, müssen wir feststellen, es ist eigentlich kein Millimeter weitergegangen. 102-mal haben Sie den Begriff nachhaltig im Koalitionsvertrag aufgeschrieben. Man müsste eigentlich meinen, Nachhaltigkeit ist für diese Regierung Chefsache. Aber was hat diese Regierung gemacht? Erst nach 10 Monaten Regierungsbildung haben Sie den Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung im Kanzleramt eingesetzt. Allein die Einsetzung der zuständigen Staatsministerin durch den Bundeskanzler fand 8 Monate nach der Regierungsbildung am 24. August 2022 statt. Bringen wir es auf den Punkt, Sie haben ein Jahr verplempert, nur weil Sie sich nicht darum gekümmert haben. Das ist die Wahrheit. Sie wollen ganz besonders nachhaltig sein, aber ganz konkret passiert eben nichts. Am sichtbarsten wird das beim Geld, dem SDG 8. Es ist das Gegenteil von einer soliden Haushalt- und Finanzpolitik. Der Bundesrechnungshof warnt, dass die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen in Gefahr sei. Im Transformationsbereich nachhaltiges Bauen und in der Verkehrswende. Es ist nicht klar, wie Sie die Ziele in der Verkehrsinfrastruktur, die Ziele im Verkehrssektor erreichen möchten. Sie haben ein Klimaschutz-Sofortprogramm angekündigt. Wir haben uns darauf gefreut. Wir kennen es nicht, weil Sie es von Monat zu Monat verschieben, weil Sie sich innerhalb der Regierung nicht einigen können. Ich sage es Ihnen so offen, wir haben keine Zeit, darauf zu warten, bis Herr Habeck und Herr Wissing ihren Streit beendet haben. Die Uhr tickt. Nehmen Sie das zur Kenntnis und arbeiten Sie gemeinsam mit uns an einer Lösung. Und dabei geht es natürlich auch um Innovation, es geht um Verlässlichkeit, aber es geht auch um Planbarkeit im Bereich der klimafreundlichen und vernetzten Mobilität, dass Made in Germany auch in diesem Bereich in Zukunft ein Exportschlager sein kann. Sie haben im Koalitionsvertrag viel zur Wohnungsbaupolitik geschrieben. Aber warme Worte alleine bauen in diesem Land keine Wohnungen. Es steht jetzt schon fest, dass Sie auch dieses Ziel, 1,6 Millionen Wohnungen in diesem Land zu bauen, in dieser Wahlperiode verfehlen werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das bringt mich zum Schluss. Mich ärgert vor allem eines. 13 Monate sind vergangen, es ist nichts passiert. Nachhaltigkeit ist aber kein parteipolitisches Thema. Es geht nicht um Fraktionen, es geht auch nicht um Generationen, weil es alle Generationen draußen etwas angeht. Aber nur wenn wir der Vorreiter sind, wenn wir als Bundesrepublik Deutschland an der Spitze der Bewegung stehen, dabei unsere Wirtschaftskraft, unsere Innovation erreichen, werden uns andere Länder auf der Welt folgen. Auch darum geht es, und darum müssen wir diese Ziele umsetzen. Herzlichen Dank. Und für die Bundesregierung hat das Wort die Staatsministerin Sarah Rydlewski. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, es ist so, die sozial-ökologische Transformation, wo wir, wie der Kollege Schreiner zu Recht gesagt haben, ja keinen grundsätzlichen Dissens haben, dass wir sie erreichen wollen. Mit Ihnen schon? Okay, das merken wir uns alle in diesem Raum. Die wirft natürlich ganz besondere Fragen des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft auf. Und natürlich müssen wir uns nicht nur fragen, wie wir die weltweiten Treibhausgasemissionen und den weltweiten Ressourcen- und Energieverbrauch senken können, sondern es geht auch darum, wie wir gesellschaftliche Ressourcen und auch gesellschaftliche Errungenschaften so verteilen, dass möglichst alle, einschließlich künftiger Generationen, daran teilhaben können. Und insofern sind auch natürlich gute Arbeit und soziale Absicherung integrale Bestandteile einer nachhaltigen Entwicklung. Frau Gamsara hat es schon gesagt, leave no one behind, niemand zurücklassen, so lautet eine der zentralsten Forderungen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.
Und deswegen umfasst die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie eben neben der wirtschaftlichen und der ökologischen Dimension daher auch die soziale Dimension. Und das ganz ehrlich, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Union, das ist auch eine Neuerung, die wir uns als Koalition auch noch mal sehr deutlich aufgeschrieben haben, weil das ist etwas, was in der zugegebenermaßen sehr guten Nachhaltigkeitsstrategie, die natürlich, da können wir, vergeben wir uns auch nichts, ihre Ursprünge auch in der alten Regierung hatte, an der haben wir ja auch mitgearbeitet, aber dieser Punkt fehlt ein bisschen und das ist etwas, was wir auch noch mal weiter ausbringen wollen. Unsere Zielsetzung ist, diese drei Dimensionen miteinander in Einklang zu bringen. Denn natürlich, ohne gute Arbeit, gute soziale Sicherungsperspektiven wird es weder eine nachhaltige Perspektive für unsere Wirtschaft geben, noch eine gelungene ökologische Transformation. Im Übrigen nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten der Ebene dieser Welt, weil die SDGs sind natürlich, haben einen weltweiten Anspruch und dazu stehen wir auch. Mit dem Grundsatzbeschluss zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie haben wir das Engagement der Bundesregierung für die Umsetzung der Agenda 2030 noch einmal bekräftigt. Und es ist aber nicht so, dass wir darauf warten müssen, dass wir solche Beschlüsse treffen. Der Unterschied in unserer Regierung, die wir jetzt haben, ist der, dass wir Nachhaltigkeit tatsächlich im besten Sinne als Querschnittsthema verstehen, was auch sich letztendlich durch das tägliche Regierungshandeln zieht, ohne dass man den Begriff ständig überall draufstempeln muss. Das ist im Übrigen der Unterschied zwischen nur Schaufensterpolitik und konkretem Handeln. Ich möchte das an verschiedenen Punkten deutlich machen. Uns geht es ganz konkret um Fokussierung. Wir können nicht versuchen, alles mit einem Blatt abzudecken, mit einer Decke, sondern wir müssen uns wirklich konzentrieren. Und deswegen haben wir im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 6 Transformationsbereiche identifiziert, in denen der Handlungsbedarf besonders dringlich ist. Dazu gehören zum Beispiel das menschliche Wohlbefinden und soziale Gerechtigkeit, Energiewende und Klimaschutz, sowie nachhaltiges Bauen und die Verkehrswende. Und wir möchten nicht, dass die Ressorts nur in einem Staatssekretärsausschuss zusammenkommen, dort alle paar Monate miteinander reden, sondern wir möchten, dass dieses Thema Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, hin zu einer nachhaltigeren Welt tatsächlich kontinuierlich stattfindet. Und deswegen haben wir Transformationsteams gegründet, die nicht nur die Sitzungen des Ausschusses vorbereiten, sondern die sich auch darum kümmern, dass das Thema Nachhaltigkeit im Regierungshandeln sich eigentlich an jeder Stelle wiederfinden muss. Denn eine Sache möchte ich sehr deutlich sagen. Ich schätze auch die Arbeit des PBNE sehr, genauso wie ich die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung sehr schätze. Aber wir werden nur erfolgreich sein können, wenn dieses Thema wirklich von allen angenommen wird. Es kann nicht funktionieren, wenn man es einfach nur in einen Ausschuss oder in einen Beirat delegiert oder sagt, es reicht, wenn es dort einmal diskutiert wird. Es ist ein Querschnittsthema und die entscheidenden Punkte werden in den einzelnen Ressorts, in den Ausschüssen werden die Entscheidungen getroffen. Dort muss das Thema relevant sein und es muss verantwortlich gehandelt werden. Und deswegen lassen Sie mich 3 Beispiele nennen, wo wir wirklich konkret auch in einzelnen Themenbereichen arbeiten. Das eine ist das Thema internationale Verantwortung und Zusammenarbeit. Das größte außenpolitische Verantwortung, die wir im letzten Jahr als Bundesregierung getragen haben, als Deutschland getragen haben, war sicherlich die G7-Präsidentschaft. Wir haben gesagt, das Thema Nachhaltigkeit muss der rote Faden für die G7-Präsidentschaft sein. Und wir haben das durch das gesamte Präsidentschaftsprogramm gezogen. Vom Klimaschutz über die Pandemievorsorge bis hin zu Maßnahmen für eine offene und resiliente Gesellschaft. Und das werden wir auch weiter vorantreiben. Und es ist auch wichtig, wenn wir beispielsweise über das Thema Energiepartnerschaften reden, dass wir sagen, wir setzen auf eine nachhaltige Wirtschaftspolitik auch mit anderen Staaten. Wir machen keine Geschäfte mehr zulasten Dritter, weil wir glauben, dass das am Ende zu unseren Lasten läuft. Zweiter Punkt, Innovation und Digitalisierung. Wir sehen hier Nachhaltigkeit und Digitalisierung als Zwillingstransformation. Und das heißt, wir werden natürlich die Digitalisierung auch dafür nutzen, das Thema Nachhaltigkeit zu stärken, aber gleichzeitig auch die Wechselwirkung beispielsweise auf das Thema Energieverbrauch lenken. Lassen Sie mich zu einem letzten Punkt kommen, weil die Zeit jetzt auch abgelaufen ist.
Ich habe gesagt, wir möchten sehr gerne, dass auch das Thema insgesamt als Querschnittsausschuss oder als Querschnittsthema behandelt wird. Deswegen haben wir auch beim Thema Gesetzgebung gesagt, wir möchten, dass das Thema Nachhaltigkeit viel früher in der Gesetzgebung auch auftaucht. Das haben wir mit dem letzten Beschluss des Staatssekretärsausschusses auch festgeschrieben. Das macht Ihre Arbeit im Parlamentarischen Beirat einfacher. Aber mein Appell an alle Kolleginnen und Kollegen, schauen Sie in Ihren jeweiligen Ausschüssen auf das Thema Nachhaltigkeit und kontrollieren Sie mit. Vielen Dank. Und bevor ich die nächsten Redner aufrufe, möchte ich Ihnen die Ergebnisse der Wahlen bekannt geben. Zum einen die Wahl eines Stellvertreters der Präsidentin des Deutschen Bundestages. Abgegebene Stimmzettel sind 690, ungültige Stimmzettel sind 0. Mit Ja haben gestimmt 99, mit Nein haben gestimmt 571 Abgeordnete. Entschuldigung. Also 571 Abgeordnete haben mit Nein gestimmt und Enthaltungen waren 20. Der Abgeordnete Gerold Otten hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen nicht erreicht und ist damit nicht zum Stellvertreter der Präsidentin gewählt. Dann kommen wir zum Ergebnis zur Wahl eines Mitgliedes des Parlamentarischen Kontrollgremiums gemäß Artikel 45d des Grundgesetzes. Hier sind auch abgegebene Stimmzettel 690. Kein Stimmzettel ist ungültig. Mit Ja haben gestimmt 88 Abgeordnete, mit Nein haben gestimmt 589 Abgeordnete und Enthaltungen gab es 13. Die Abgeordnete Nicole Höchst hat die nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes erforderliche Mehrheit von 369 Stimmen nicht erreicht und ist damit nicht zum Mitglied des parlamentarischen Kontrollgremiums gewählt. Wir führen die Debatte fort und der nächste Redner ist für die AfD-Fraktion Dr. Rainer Kraft. Ja, geschätzte Präsidentin, werte Kollegen, die Nachhaltigkeitsstrategie zielt darauf ab, die sozialen, ökonomischen und ökologischen Grundlagen heutiger und zukünftiger Generationen zu sichern. Soweit, so gut. Ihre planwirtschaftlichen Methoden allerdings sind bei alles andere als gut. Sie nennen es natürlich dann den Hebel der Transformation und die Indikatorenberichte ersetzen das kommunistische Plansoll. Trotzdem bleibt es nichts anderes als Planwirtschaft im Dienste des Klimasozialismus. Die Agenda 2030 fordert, den Hunger zu beenden, Ernährungssicherheit und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Die Regierung stellt dafür auch fast 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Gleichzeitig aber senkt diese Regierung die deutschen Ernteerträge durch gezielte Ausweitung der sogenannten Biolandbaus. Und nebenbei wollen sie auch wertvolle Ackerfläche wieder zurück in Moore und Sümpfe verwandeln für angeblichen Klimaschutz. Das heißt, sie erkennen das Problem, den globalen Hunger, sie verteilen dafür reichlich viel Steuergeld ins Ausland, aber dann sabotieren sie die heimische Produktion. Dabei ist doch jedem klar, dass 1 Kilo Nahrung, dessen Produktion sie verhindern, uns global fehlt und vor allem dort, wo die Not am größten ist. Ihre Politik will also den Hunger bekämpfen, vermehrt ihn aber tatsächlich und sie klopfen sich dafür auch noch auf die Schultern. Das ist infam. Es fällt sich ähnlich mit ihren Absichten zur reduzierten Flächennutzung. Sie wollen, dass weniger Flächen verbaut werden, aber gleichzeitig verfolgen sie eine Politik der unkontrollierten Zuwanderung und der flächenfressenden, minderwertigen Energieerzeugung. Das passt alles nicht zusammen. Und reden wir über das Ziel, nach anhaltendem, umfassendem und nachhaltigem Wirtschaftswachstum, voller und produktiver Beschäftigung sowie annehmbarer Arbeit. Seit mehreren Jahren nun lädt ein Wirtschaftsverband nach dem anderen Sie und mich hier in Berlin ein für Frühstück- und Abendveranstaltungen. Und das Thema ist immer das Gleiche, die klimaneutrale Industrie von morgen. Die Forderungen der Industrie sind auch immer die gleichen. Heute Milliarden an Subventionen für den Umbau der Industrie, gefolgt von zig weiteren Milliarden in den vielen Folgejahren, um die dann nicht mehr wettbewerbsfähige Wirtschaft künstlich am Leben zu erhalten. Die Folge wird aber das Ende der Industrie sein und der Verlust von Zehntausenden Arbeitsplätzen. Und solch eine Wirtschaftspolitik ist nicht nachhaltig. Die Strategie fordert auch die Sicherstellung von nachhaltigen Konsum- und Produktionsketten.
Gut. Nehmen wir ein Beispiel. Schauen wir uns an, wie es mit Solarzellen ist. Die kommen heute aus China. Sie bestehen aus Silizium und in diesen Fabriken sitzen dann die chinesischen Arbeiter auf dem Fußboden und zerschlagen die steinharten Brocken mit der kleinen Hämmern wie Sträflinge. Die Luft ist geschwängert mit Chlorwasserstoff, die Haut der Arbeiter ist gerötet und entzündet mit Ekzemen, die Schleimhäute sind blutig. Sicherheitsausrüstung gibt es nicht und das Ganze machen diese Leute für umgerechnet 400 Euro im Monat. Und aus dieser Hölle der Arbeit gebiert sich ihre Klimaneutralität. Das heißt, die Wunschträume des Woken-Westens basieren auf der Ausbeutung, den Entbehrungen und Gesundheitsgefährdungen der Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Diese Zielkonflikte, die fallen Ihnen entweder gar nicht mehr auf, oder aber Sie sind sehr erfolgreich darin, sie einfach geistig zu verdrängen. Sie versuchen, gegen etwas zu steuern, das Sie überhaupt gar nicht verstanden haben. Und Sie verstehen es nicht, weil Sie es niemals kennengelernt haben. Und das ist die Realität, das echte Leben. Ihre Unwissenheit verzerrt dabei auch Ihre Wahrnehmung. Sie sehen einen Braunkohletagebau, der weg muss. Wir sehen eine Wiege des Wohlstands. Sie sehen ein Kernkraftwerk, dessen Prinzip Sie nie verstanden haben. Wir sehen einen Tempel der Moderne. Sie sehen ein Chemiewerk, von dem Sie sich bedroht fühlen. Wir sehen eine Kathedrale des Fortschritts. Das Papier der Nachhaltigkeit, es spricht von Nachhaltigkeit, aber das Handeln der Regierung spricht eine ganz andere Sprache. Und folglich ist die Politik dieser Regierung nicht nachhaltig und sie ist es zum Schaden des deutschen Volkes. Und für die FDP-Fraktion erteile ich das Wort dem Kollegen Nils Gründer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Staatsministerin Wrigglewski, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich bin jung und ich fahre gern Auto. Aber entgegen einiger Vorurteile liegt mir als freier Demokrat unsere Umwelt am Herzen. Heute debattieren wir über nachhaltige Entwicklung. Genauer, wir stärken unsere Vorhaben im Grundsatzbeschluss 2022 der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Und wie viele junge Menschen treibt mich die Frage um, wie wird unsere Zukunft wohl in 10 bis 20 Jahren aussehen? Als jemand, der gerne Auto fährt und der ebenso für die Zukunft unserer Umwelt streitet, ist es mir wichtig, aktiv nach innovativen Lösungen zu suchen. In der heutigen Debatte möchte ich mich daher einem Thema ganz gezielt widmen: der Befreiung unserer Umwelt vom Feinstaub. Im Bereich der Luftreinhaltung haben wir bereits viele Fortschritte gemacht und uns durch neue Technologien wie Abgasfiltern gegen die Belastung durch Stickoxide auf einen zukunftsträchtigen Weg begeben. Wir gehen große Schritte hin zu sauberer Luft, aber die Messung von Emissionen ausschließlich am Auspuff verzerrt das Bild des nachhaltigen Fahrens und spart eines komplett aus, den Brems- und Reifenabrieb. Und dieser ist schließlich für 27% der Feinstaubemissionen im gesamten Straßenverkehr verantwortlich. Und dieser Brems- und Reifenabrieb wird eben nicht nur von Benzin- und Dieselfahrzeugen, sondern gleichermaßen von Elektroautos verursacht. Zur Veranschaulichung: bei einer Laufleistung von 25.000 Kilometern verlieren die 4 Autoreifen im Schnitt fast 3 Kilogramm an Masse, die in Form von Feinstaub in die Umwelt gelangen. Auch beim Bremsen entstehen kleine Feinstaubpartikel, die sehr tief in die Atemwege eindringen können. Die Folgen sind unter anderem Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen. Mögliche innovative Lösungen für diese Problematik bestehen bereits. Und ich möchte, dass wir uns zutrauen, auf diese Lösungen statt auf plumpe Fahrverbote zu setzen. Es ist zum Beispiel möglich, den Feinstaub an Reifen und Bremsen mit Hilfe von Unterdruck abzusaugen. Dadurch können sogar Partikel unter einen Mikrometer ausgeschieden werden und ermöglicht in der Theorie eine Absaugung von einem Großteil des erzeugten Feinstaubs. Ein flächendeckender Einsatz wäre ein gewaltiger Beitrag hin zu einer schadstofffreien Umwelt. Also, wir haben bereits heute das Wissen und die technischen Mittel, unsere Umwelt in Sachen Luftreinhaltung besser zu machen. Ich freue mich daher, dass wir dieses Anliegen im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung weiterhin begleiten. Die Richtung ist die richtige, der Weg zu einer sauberen Umwelt aber noch ein weiter. Vielen Dank.
Und für die Fraktion Die Linke das Wort Bernd Rixinger. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen ist gut. Würde sie ernst genommen, wäre eine radikale Änderung unserer Wirtschaftsweise und unseres Umgangs mit der Natur und dem Klima dringend geboten. Dazu braucht es Mut und schnelles Handeln, damit es nicht bei diesem Grundsatzbeschluss bleibt. Gerade daran hapert es gewaltig. Zwischen Bekenntnissen und konkreter Politik liegen Welten. Statt die Armut zu senken, steigt sie weiter an. Dabei muss es doch eigentlich selbstverständlich sein, dass es in einem reichen Land keine Armut und keine Kinderarmut geben darf. Mehr als 800 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger. Sie rühmen sich, 880 Millionen Euro für Ernährungssicherheit zu mobilisieren. Für die Aufrüstung der Bundeswehr geben sie zusätzlich 100.000 Millionen Euro aus. Weltweit sind es 2,1 Billionen Dollar. Das ist doch völliger Irrsinn. Deutschland hat trotz geringerem Energieverbrauch seine eigenen Klimaziele weit verfehlt. Die Ursachen liegen beim Rückgriff auf die Kohle, Verkehr und Gebäuden. Wer Lützerath abbaggern, den Fechenheimer Wald abholzen lässt, noch nicht einmal ein Tempolimit hinbekommt, geschweige denn eine nachhaltige Verkehrswende. Wer bei den regenerativen Energien die Reformgeschwindigkeit der katholischen Kirche unterbietet, wird nicht für Klimagerechtigkeit sorgen. Die Verteilungsgerechtigkeit ist katastrophal. Von den Vermögenszuwächsen entfielen seit 2020 81% auf das reichste 1% der Bevölkerung, errechnete Oxfam. Während Millionen Menschen nicht wissen, wie sie die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise bezahlen sollen, knallen bei den Konzernen und Milliardären die Champagnerkorken. Sie sind die Gewinner der Krisen unserer Zeit. Diese Bundesregierung ist nicht in der Lage, eine Übergewinnsteuer auf den Weg zu bringen, die andere Länder längst eingeführt haben. Für eine gerechte Besteuerung von Reichtum und Vermögen fehlt Ihnen ohnehin der nötige Mut. Uns läuft die Zeit davon. Wir dürfen uns nicht durch die Greenwashing-Maßnahmen der meisten Banken und Konzerne täuschen lassen. Wir können nicht länger zusehen, wie der Graben zwischen Arm und Reich immer größer wird. Wir haben nicht mehr die Zeit, auf die Versprechen einer auf Wachstum und Profitmaximierung aufgebauten Wirtschaft hereinzufallen. Selbst der Club of Rome fordert, dass die reichsten 10% die Kosten für die Schluss. Rettung des Klimas bezahlen müssen. Von solchen Einsichten sind Sie leider meilenweit entfernt. Deshalb sind Ihre Ergebnisse so kläglich. Das muss sich dringend ändern. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Johannes Wagner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, meine letzte Rede zur Nachhaltigkeit habe ich mit der Frage begonnen, was unsere Kinder uns eher verzeihen werden. Temporär gestiegene Benzinpreise oder dauerhaft gestiegene Meeresspiegel? Die Proteste um Lützerath haben diese Frage für mich beantwortet. Klimaschutz und der Erhalt unserer Lebensgrundlagen bewegt uns alle, alt und jung. Das konnte ich auch ganz konkret bei mir im Wahlkreis sehen. An meinem Wahlkreisbüro wurde Lützi bleibt gesprayt. Der Kompromiss mit RWE hat mir persönlich sehr wehgetan. Am Ende war es aber unter vielen schlechten Lösungen immer noch die am wenigsten schlechte. Warum aber gab es nur schlechte Lösungen? Weil wir uns als Ampelkoalition in einer Situation befinden, die durch Jahrzehnte verfehlte Energie- und Klimapolitik geschaffen wurde. Und nicht nur das. Wir haben ein Wirtschaftssystem vorgefunden, das zu sehr auf Profite setzt, zu Lasten von Menschen und Umwelt.
Wir haben ein Gesundheitssystem vorgefunden, das zu sehr auf ökonomische Anreize setzt und Nachhaltigkeit vernachlässigt. Und wir haben eine Energiepolitik vorgefunden, die katastrophalerweise auf Gas und Kohle setzt, statt auf Wind und Sonne. Liebe Kolleginnen, seit über 20 Jahren haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie. Aber trotzdem wurden in so vielen Bereichen so viele Schritte in die falsche Richtung gegangen. Wenn wir die Strategie jetzt überarbeiten, müssen wir nicht nur aufholen, was versäumt worden ist, wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln, ja verdreifachen. Ich will das kurz an meinem Bereich verdeutlichen. Gestern haben wir im Ausschuss debattiert, wie sich die Klimakrise auf das UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer 3 auswirkt. Das Ziel 3 lautet Gesundheit und Wohlergehen für alle. Die Klimakrise bedeutet Gesundheit und Wohlergehen für niemanden. Was müssen wir also konkret im Gesundheitsbereich ändern? Wir müssen zum Beispiel erstens Nachhaltigkeit in die Sozialgesetzbücher verankern. Wir müssen zweitens Geld in die Hand nehmen, um unsere Krankenhäuser klimaresilient und klimaneutral umzubauen. Ein Krankenhaus muss Hitzewellen überstehen, aber gleichzeitig auch Solarstrom produzieren können. Und drittens, Nachhaltigkeit muss auch sozial gedacht werden. Wir müssen eine nachhaltige Personalpolitik zum Kern der kommenden Gesundheitsreform machen. Dass ein erheblicher Teil des Gesundheitspersonales permanent kurz vor der Kündigung steht, ist das Gegenteil von nachhaltig. Liebe Kolleginnen, das waren nur drei von wichtigen Punkten aus dem Gesundheitsbereich. Nachhaltigkeit ist ein großes Wort, aber im Einzelnen bedeutet es nichts anderes, als sich bei jeder Entscheidung zu fragen. Sorgt sie dafür, dass wir in 20 Jahren nicht noch vor viel härteren Entscheidungen stehen. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Volker Meyerlei. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, wenn wir eine Blaupause dafür bräuchten, wie man politische Ziele bürokratisieren und theoretisieren kann, dann müssen wir uns eigentlich nur diese Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung anschauen, über die wir heute debattieren. Wenn ich mir allein das Organigramm, die Nachhaltigkeitsgovernance anschaue, dann ist es wirklich unübersichtlicher als Albert Einsteins Herleitung zur Relativitätstheorie, meine Damen und Herren. Bürokratie 2.0, anders kann man das eigentlich gar nicht beschreiben. Mich würde nämlich mal interessieren, wie die Bundesregierung mit dieser Nachhaltigkeitsstrategie im politischen Handeln bei den Menschen ein Bewusstsein und Verständnis für Nachhaltigkeitsfragen wecken will. Papier allein ist bekanntlich geduldig, weil in der öffentlichen Wahrnehmung wird Nachhaltigkeit regelmäßig immer noch gleichgesetzt mit Klimaschutz und CO2-Einsparung. Als wären kurzfristige, vielleicht sogar nur regionale Maßnahmen, seien sie auch noch so minimal in ihren Auswirkungen, wichtiger als alle anderen Fragen. Und würden sogar zum Rechtsbruch befähigen, wie wir das in Lützerath erlebt haben. Deutschland droht doch für die Zukunft durch überambitionierte, rein nationale Maßnahmen zum Klimaschutz inzwischen eine teilweise Deindustrialisierung. Die Nachhaltigkeitsziele sind aber global zu betrachten. Und die internationale Erreichung, die schaffen wir doch nicht, wenn wir unsere Industrie, die ökologischer und sozialer ist als fast überall auf der Welt, in Länder mit niedrigen Standards vertreiben. Dorthin, wo weiterhin die Luft und das Wasser verschmutzt wird und wo üble Arbeitsbedingungen herrschen. Ich vermisse das klare Bekenntnis der Bundesregierung zu allen drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Soziales und eben zu ökonomischer Effizienz. Nachhaltigkeit ist auch gerechtes Wachstum. Nachhaltigkeit ist auch beständige Rentabilität. Nachhaltig ist eine Transformation der Wirtschaft, was Zeit braucht. Nachhaltigkeit bedeutet nach Ansicht der Union die Wirtschaft stärken und das Klima schützen und Arbeit schaffen. Nur einen Teilaspekt davon zu betrachten und ohne Rücksicht auf Verluste eine moralische Vorreiterrolle in der Welt zu übernehmen, bevor andere Länder überhaupt nur daran denken, den gleichen Weg einzuschlagen, das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit, nämlich Vergänglichkeit. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat das Wort Jakob Plankenburg. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, seit ein paar Tagen, da schreiben wir jetzt 2023, und das bedeutet eben nicht nur ein neues Kalenderjahr, sondern, wir haben es heute auch schon gehört, Halbzeit bei der Agenda 2030. Das heißt, uns bleiben nur noch weniger als 8 Jahre, bis die Agenda 2030 formulierten globalen Ziele für die nachhaltige Entwicklung erreicht sein müssen. Bisher, da ist die globale Bilanz bei der Zielerreichung eher ernüchternd. Das Ambitionsniveau und die Geschwindigkeit bei der Umsetzung reicht nicht aus, um die Ziele bis 2030 tatsächlich zu erreichen. In einigen Bereichen wie Armut, menschenwürdige Arbeit oder auch nachhaltige Städte, da sehen wir global sogar Rückschritte. Und auch Deutschland muss in vielen Bereichen noch zulegen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Stellen wir uns vor, die Agenda 2030 wäre ein Fußballspiel und das Jahr 2023 die Halbzeitpause. Dann bräuchte es genau jetzt eine donnernde Kabinenansprache des Trainerstabs. Das Team müsste aufgerüttelt werden, endlich alles zu geben, um den Rückstand aufzuholen und das Spiel doch noch erfolgreich zu beenden. Übersetzt in das Handeln Deutschlands und der Weltgemeinschaft heißt das, dass wir gemeinsam schneller und konsequenter bei der Umsetzung der gesetzten Ziele werden müssen. Und wie das gelingen kann, das zeigen wir aktuell beim Thema Ausbau der Erneuerbaren. Ein solches Tempo und eine solche Entschlossenheit, das wünsche ich mir auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Sektor Verkehr. Und statt ellenlanger Debatten darüber, was nicht geht, wie die Umsetzung eines Tempolimits oder auch den Ausbau der Bahninfrastruktur, da brauchen wir mehr Pragmatismus, wie er beispielsweise während der Pandemie beim Ausbau von Fahrradinfrastruktur zu sehen war. Die Bundesregierung trägt den Bedarf an mehr Tempo und Entschlossenheit in ihrem Grundsatzbeschluss zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, über den wir jetzt heute reden, nun Rechnung. Sie verbessert ihre Strukturen und Prozesse, um Nachhaltigkeit noch wirksamer im Regierungshandeln abzubilden. Dabei möchte ich jetzt noch mal 3 Punkte herausheben, die aus meiner und aus parlamentarischer Sicht dabei besonders wichtig sind. Erstmals wurde mit Sarah Rieglewski eine Staatsministerin für nachhaltige Entwicklung ins Kanzleramt berufen. Sehr geehrte Frau Staatsministerin, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Kampf für die Umsetzung der Ziele 2030. Zweitens, gemäß des Grundsatzbeschlusses wird zukünftig die Wirkung eines Gesetzes auf die Nachhaltigkeitsziele direkt in der Gesetzesbegründung verankert. Und drittens, mit der Einführung sogenannter Transformationsteams wird zukünftig der ressortübergreifende Ansatz bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele gestärkt. Mit diesen strukturellen Veränderungen hat die Bundesregierung die Weichen gestellt für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bis 2024. Und auch wir als Deutscher Bundestag werden uns bei der Debatte rund um die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie engagiert einbringen. Für uns steht fest, Nachhaltigkeit ist eben nicht nur ein Thema der Bundesregierung, sondern etwas, was wir auch als ParlamentarierInnen voranbringen wollen. Und deshalb werden wir als Parlament für eine stärkere Rolle in der deutschen Nachhaltigkeitsarchitektur kämpfen. In den nächsten Monaten werden wir dafür konkrete Vorschläge vorlegen, die aktuell fraktionsübergreifend erarbeitet werden. Denn Nachhaltigkeit ist eben ein Anliegen, wir haben es heute auch wieder gehört, aller Fraktionen und aller demokratischen Fraktionen insbesondere. Was für mich in dieser Debatte klar ist, ein Beirat für nachhaltige Entwicklung ist eben nicht genug. Ein Querschnittsthema wie Nachhaltigkeit und Transformation, das muss zu einem Schwerpunkt in einem Ausschuss im Deutschen Bundestag werden. Es kann nicht sein, dass Nachhaltigkeit nur Anhang von Gesetzestexten ist. Wir müssen der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele im Gesetzgebungsverfahren endlich den Raum geben, den sie verdient. Vielen Dank. Und für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Alexander Engelhardt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen uns heute sicherlich nicht darüber streiten, ob Nachhaltigkeit eine zentrale Richtschnur in der Politik sein soll. Mit dem Grundsatzbeschluss bekräftigt die Regierung die Bedeutung der von der schwarz-roten Bundesregierung erarbeiteten deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.
Allein Wortwolken sind aber nicht ausreichend, um die Ziele für eine neue nachhaltige Entwicklung bis 2030 weiterzuführen. So ist es zwar nachvollziehbar, dass die Bundesregierung im Grundsatzbeschluss dem Koalitionsvertrag entsprechend die Zielvorgabe im Ökolandbau auf 30% anpasst. Nach mehr als einem Jahr Regierungszeit ist es aber überfällig, dass der Landwirtschaftsminister in die Umsetzung kommt. Wie die Bundesregierung konkret das 30%-Ziel bis 2030 umsetzen möchte, ist nämlich nicht zu erkennen. Man kann hier von Ideenlosigkeit feststellen, wie es Agrar heute kurz vor Weihnachten getan hat. Aus meiner Sicht kommt Tatenlosigkeit hinzu. Es ist schon richtig, liebe Ampel, dass wir uns in einer Zeit multipler Krisen befinden. Die Konsequenzen spüren wir insbesondere im Ökolandbau deutlich. Umso wichtiger wäre es, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um den Absatz und die Nachfrage bei Bio-Lebensmitteln anzukurbeln. Derzeit haben unsere konventionellen Landwirte praktisch keine Anreize, auf Bio umzustellen. Gleichzeitig bricht zunehmend der Vertriebsweg über den Naturkostfachhandel weg, der mit hohen Umsatzeinbrüchen zu kämpfen hat. Aus der Verbraucherperspektive ist die Zurückhaltung angesichts Inflation nachvollziehbar. Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie etwas dafür tut, dass Bioprodukte für die Menschen leistbar sind. Es reicht nämlich nicht, das 30%-Ziel staatlich zu verordnen. Die Menschen müssen es wollen und können. Aus meiner Sicht liegen hier die Hebel insbesondere in einer ideologiefreien Energiepolitik, einer praxistauglichen Umsetzung des Green Deals. Ich denke beispielsweise an die Pflanzenschutzverordnung sowie die Stärkung ländlicher Räume mit ihren regionalen Wertschöpfungsketten. Hier zeigt sich wieder einmal, dass alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit, also Ökonomie, Ökologie und Soziales, ineinandergreifen und zusammen gedacht werden müssen. Liebe Bundesregierung, Sie sind am Zug. Füllen Sie Ihre Ziele endlich mit Leben. Vielen Dank. Und der letzte Redner in der Debatte ist für die FDP-Fraktion der Kollege Muhannad Al-Hallak. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste! Nachhaltiges Wirtschaften und die Zukunftsfähigkeit unseres Landes hängen maßgeblich von Bildungschancen und dem Potenzial von Fachkräften im In- und Ausland ab. Wenn die Quote der Schulabbrecher bei ausländischen Schülern fast dreimal so hoch ist wie bei deutschen Schülern, dann vergeuden wir nicht nur einfach ein Riesenpotenzial an Talenten und künftigen Fachkräften, wir handeln uns auch soziale Folgekosten ein, die wir einfach nicht wollen. Deswegen investieren wir massiv in Bildung, deswegen steigern wir die Attraktivität der Ausbildungsberufe und deswegen kämpfen wir um die besten Köpfe für unseren Arbeitsmarkt. Denn wenn wir das nicht tun, meine Damen und Herren, dann reißt das eine Fachkräftelücke, die wir mit sinkendem Wohlstand und sinkendem Wirtschaftswachstum teuer bezahlen werden. Wir brauchen vor allem Möglichkeiten zur Teilhabe an Bildung und Arbeitsmarkt, damit wir als Land attraktiver werden, damit Qualifizierte aus aller Welt überhaupt bei uns leben und arbeiten wollen. Und das, Herr Merz, das geht nicht mit Arroganz. Wer die Menschen um sich herum wild beleidigt, wer als Oppositionsführer Deutschland ganze Teile der Bevölkerung als kleine Paschas diffamiert, stößt Millionen Menschen ungebremst vor den Kopf. Nachhaltigkeit hat nämlich auch etwas mit Haltung zu tun. Und Ihre Haltung beschädigt unser Ansehen weltweit. So ein großer Schaden für so einen kurzen Moment billigen Applaus von rechts. Das ist alles andere als nachhaltig, das ist kurzsichtig und enttäuschend niveaulos. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 4810 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es Ihrerseits weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall.
Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Und ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt Nummer 10, den Zusatzpunkt 10.